Auf dem Jahrestreffen der nordrhein-westfälischen Schausteller wurde in diesem Jahr der SPD-Parteivorsitzende Franz Müntefering mit dem goldenen Schaukelpferd ausgezeichnet. In einem Festakt in der Buchenmeier 100-Halle war viel Prominenz aus Politik und Wirtschaft vertreten. Mit dabei waren am Abend unter anderem auch Kettwigs neuer Landtagsabgeordneter Peter Beckmann sowie Jürgen Steinsieg und Friedhelm Friedrichs von der Kettwiger SPD. Da hat einer gesagt, Politiker seien wie Tauben. Wenn sie unten sind, dann fressen sie einen aus der Hand. Und wenn sie oben fliegen, dann hat man Schaustellenschutz sein auf dem Kopf. So einer ist er nicht. Er hat immer die Tür offen, wenn wir Schausteller ein Problem haben. Und ich sage, und meine ganzen Vorsitzenden, dieses Jahr hätte es kein besseres treffen können wie Franz Müntefering. Ich bedanke mich ganz herzlich für diese große Auszeichnung, für die Ehre. Ich bin gerne hier. Gestern Abend, Sie haben das mitbekommen, beim Koalitionsausschuss und nach um 13:30 gesagt, jetzt ist gut, wir müssen aufhören, ich muss am Nachmittag in der Jahrhunderthalle in Bochum sein. Das ist das Wichtigste, überhaupt, was in dieser Woche stattfindet. Also haben die mich da gehen lassen.